Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Zurück zu Raft mit Mr. Pieper und Pader. Paderbär hier, guck mal, Paderbär. Geil, Alter. Ja, stimmt. Nehmt euch Acht vor dem Paderbär. Ja, Mann. Jetzt Vorsicht. Der Klärbär. Töchter, sperrt eure Mütter weg. Der Paderbär ist wieder da. Ja, wir sind ja fertig mit dieser Hauptinsel. Ich nehme mich mal an. Ich glaube, wir haben alles. In der letzten Folge bin ich ja gestorben. Und wir haben ja so großartig jetzt nichts mehr zu tun, außer es wurde in den Kommentaren geschrieben, wir sollen einfach mal rumfahren, größere Inseln angucken, dort ein paar Sachen looten, noch einen Generator bauen und so weiter. Also wir haben noch ein paar Sachen so noch zu entdecken. Arnold, du musst auch eine Bärenmaske aufsetzen, dann sind wir die ich hab keine. Drei, dann sind wir die Bärenbrüder. Ja, denn noch diese Regionen. Ja, hab sie. Diese Biodiesel-Apparatur und so den ganzen Kram, das haben wir ja auch noch gar nicht gemacht, ne? Genau. Oder? Deshalb, nee. Ja, nö, haben wir alles noch nicht gemacht. Ich hab mal Anker hochgezogen. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal mit dem Segel mal. Die drei Bärenbrüder, ey. Ich sag's dir, Mann. Aber das Segel, wir müssen mal paddeln, weil der Wind geht genau in die falsche Richtung. Ja, ich hab keinen Paddel, Alter. Ich bin ja without loot und so. Ja, ich hab eins, aber ich muss erst was essen. Sonst ist hier gleich Schicht im Schacht. Aber warte mal, habt ihr irgendwo was trinken, Alter? Also so geht's auch, aber halt sehr, sehr langsam aktuell. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Ist okay. Bin ich okay? So, ich muss mal ganz kurz die Tür hier zumachen bei mir. Okay. So, ich brauche ganz dringend halt Loot, also Holz und so weiter, damit ich mir alles wieder neu bauen kann. Ja, da ist der Pader weg. Tschüss, ne? Bei uns gewittert es gerade. Achso. Ist die zugemacht. Oh, bei uns ist purer Sonnenschein. Bei uns hat es vorhin auch so ein bisschen gewittert. Also nur so ist gut, paar Mal gedonnert, aber mehr auch dann Gewitter! Nicht, ich angle mal gerade uns ein bisschen was zu snacken. Ah ja, genau. Warte, das entferne ich mal hier. Das wird gesagt, können wir Planken hinbauen. Was? Mach ich das bei mal. Planken, ansonsten warte ich, bis wir welche kriegen. Oh, hier sehe ich ein bisschen Schrott im Wasser. Egal. Wie baue ich das Ding hin? Ist das egal? Soll ich so hinbauen? Ja, es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir mal irgendwie ein bisschen paddeln würden und mal auf der Insel vorbeikommen hier, damit wir mal hier Richtung Wind hier paddeln können, ne? Warte mal, oh, du Seebär! Einfach so mittendrin? Ach, ich mach's einfach mal mittendrin. Ich habe keine Dingens, keine Waffe. Oder du aller Seebär, du! Wo ist der Hai? Ich habe gerade schon weggeknallt. Okay. Ich hab ja noch die Machete vom letzten Mal. Machete schreibt keine SMS. Machete, Alter. Haben wir auch gar kein. Wir haben ja gar nichts mehr, Alter. Kein Eisen. Es hat keine alles Planken. Mit dem Tod gerissen. Danke, Arnold! Echt mal. Nichts kann er. Ein bisschen schneller mit dem Ruder. Denkt gerade irgendjemand? Ja, das mache ich gerade, warte mal. Wieso? Ja, warte, ich habe gerade nur was getestet, Mann. Er muss doch das Segel neu ausrichten, dann, ne? Ja, das macht er alles kaputt. Dann versaut er alles. Unversaut ich kann nicht mehr. Mann. Haben wir alles erforscht eigentlich? Alles, was wir mal haben, was wir aufgesammelt haben? Mal reinwerfen. Ich guck mal gerade. Ah, wir können noch drei Sachen hier erforschen. Ja, Machete, also Alter, ja, wunderbar. Also ein Ei haben wir nicht, exklusives Pulver haben wir nicht, Wolle haben wir nicht. Ah, ja, das sind Stofftank, das ist doch auch schon mal gut. Ja, und das sind die Sachen, die wir jetzt noch brauchen. Dann haben wir alle Forschungspläne. Ah, wie kann man Biokraftstoff herstellen? Was braucht man? Das kannst du mit Kartoffeln machen oder halt mit den Haiköpfen oder Bärenköpfen. Ja, mein Bärenkopf nimmt mir keiner. Also, was für eine Apparatur? So ein Tank ist das. Wie brauchen wir, ja? Irgend so ein scheiß Ding. Das haben wir schon erforscht, oder? Wüsste. Ich guck mal gerade. Dann lass uns mal als Ziel nehmen, das zu bauen als nächstes, oder? Ja, Mann. Wo ist es? Biokraftstoffraffinerie. Dafür brauchen wir 12 Kunststoff, 10 Planken, 4 Seile und ein Scharnier oder ein Bolzen. Oder? Oder beides einmal. Aber das ist hier beides in einer Reihe aufgeführt und dann dahinter eine so und so viel von eins. Alter, was machst du denn hier? Damit wir besser looten. Looten können nur die Guten. Ihr müsst machen, ich habe keinen Haken. Die Sache hat immer einen Haken, Arnold. Ach, ich wusste so, dass dieser Spruch jetzt kommt. Ich habe nur drauf gewartet. Ich werde dafür bezahlt. So ein dummer Spruch wieder, Alter. Ja, sag mal, geht der Haken jetzt mittlerweile mit der Strömung? Weil der bewegt sich weg.
Aber so, wahrscheinlich was wegfahren, sagt denn die Fahne, oder nicht? Ja, die Fahne sagt er denn dir. Nein, der fuhr ja sonst immer parallel straight Icon, dazu mit. Oder? Nee. Fuck. Geh mal kurz hoch und lenk nochmal ein bisschen. Ja, wir müssen um die Insel drumherum fahren, Arnold. Du musst ein bisschen nach dem Wind gucken. Mach ich doch. Echt mal, Arnold. Könnt ihr mal die Fässer einsammeln? Ja, ich versuch's ja die ganze Zeit, aber irgendwie funktioniert das gerade nicht so. Weil sich der Haken immer so ein bisschen wegbewegt. Der Haken an der Sache, ne? Kannst du abhaken halt, ich sag's dir. Ja, Arnold, du fährst weg von den Fässern. Ja, scheiß drauf, du bist um die Insel. Ja, hol mal jemand die Fässer und dann sagst scheiß drauf, Arnold, was willst du eigentlich? Ja, ihr sagt ja auch, fahr jetzt mal du bist da ja lang, so fahr jetzt mal da lang, Alter. Mama. Wir müssen um die Insel rum. Ey, wohin fährst du denn? Du fährst doch falsch. Wir müssen um die. Du fährst ja, Mama. Du fährst woanders hin. Ich fahr jetzt mit dem Wind. Oh. Wann sind wir denn nicht da? Will nicht mehr, bin müde, bin langweilig. Ja, ich muss aufs Klo. Hab ich alles schon gesagt, Arnold. Alles schon gesagt. Lass mich das auch nochmal sagen, Alter. Nur weil du aufs Klo musst, heißt nicht, dass ich auch nicht aufs Klo darf. Nein, darfst du nicht. Ich will aber. Du bist die Fahrperson. Die Fahrperson muss komischerweise irgendwie nie pinkeln. Zu spät. Zu spät. Nee, ist so. Schon zu spät, Piper. Ich schwöre. Danke, tschüss. Okay. Zu spät. Mach gut. Tschüss. Das war das Letzte, was ihr von Mr. Piper hört. In dieser Aufnahme. Gott sei Dank. Was? Was? So, erstmal die Switch anmachen, Pader als Freund entfernen. Steht er da oben auf dem Baum, Alter. Feins, Bitch. Der AFK? Piper's AFK, die alte Sau. Ich glaube, ich spinne während der Aufnahme, Adam. Bitte? Du warst AFK gerade. Hörst du mal auf, so einen Scheiß zu erzählen? Ich war gar nicht AFK. Doch, du warst AFK. Nein, ich war die ganze Zeit am Keyboard. Ich habe das Ding gehört. Ist wieder gedreht. Also ich nicht, ich stehe. Du bist oben der Einzige, der das Ding steuert, du Kollege. Du Kollege. Ja. Boah, jetzt hast du ihn mal komplette Zerstörung. Ja, nicht mal Rezo kann irgendwas so zerstören. Ein family friendly hier die ganze Sache aufführen. Ne? Ey, sag mal. Wind, hier war mal hier wieder. Daher hat hier gerade wieder ein Ding weggesnackt, ne? Ich hab's nicht mitgekriegt und ich hab eh keine Waffen. Leider keinen Hammer, deswegen kann ich nichts bauen. Pader sagt von sich selbst, er ist nicht der Hammer. Endlich mal Einsicht. Alter, Pader, wurde doch mal Zeit. Die Gags werden auch echt immer beschissener, ey. Geh aus dem Weg, Alter, du Bärenkopf, du. Wenn du für beschissene Witze bezahlst, dann beschwer dich nicht, wenn die kommen. Ihr lässt ja die ganzen Fässer hier dran vorbeifahren. Was stimmt mit euch nicht? Ey. Ich hab keinen Haken. Ja, da bau dir da ein. Ja, wie? Ah, oh, ich hätte das fast gekriegt, wenn ich nicht rechts gekriegt. Ja, hätte er unten nicht geschissen. Hast du jetzt das fast gekriegt? Oder nein, fast hab ich nicht. Gekriegt? Ich baue mal einen einfachen Haken. Gekriegt. Also, was denn jetzt, Piper? Fast. Entscheide dich mal. Ich kann mich nicht entscheiden. Vergiss mich. Du magst mich verrückt. Irgendein Spacko lenkt doch das Ding schon wieder. Ich baue das Ding jetzt mal hier ab, also jetzt langsam nervt's. Ey. Bau mal das Ruder ab, das ist kacke. Ja. Das bringt nur was, wenn du, Du kannst das Ruder nicht rumreißen, Arnold. Vergiss es. Du meinst, was der Vater hier wieder schon wieder... Ändert er das Ding erst die ganze Zeit, dass sie ändert! Ja, hier, die Richtung wollen wir doch, hier geht doch der Wind hin. Ja, der Wind ändert sich die ganze Zeit. Ach, vielleicht ist das so eine Windinsel oder so. Boah, alle Winde treiben dich hierher vielleicht. Die bei Zelda, wie hieß die? Wind Waker. Wind Waker, Mann. Da eigentlich nicht so eine Version für die Switch, der die Oma hat Bock drauf wieder. Hast du die das Zelda-Spiel für die Switch? Also Breath of für the die Wild? Witch, Alter. Nee, leider noch nicht, das müssen wir auch noch holen. Das kann ich dir empfehlen und das andere, das Remake hier, wie heißt denn das? Das habe ich. Link's Awakening. Du? Ja, also, genau. Ja, meine Freundin hat sich das geholt und stockt das zurzeit. Sehr gut. Aua. Wow. Mega, mega hübsch, Alter. Da kommen so viele Erinnerungen wieder zurück. Gesagt? Ich glaube, ich spinne. Was? Nein, um Gottes Willen. Du weißt doch, Black Tuesday oder was, oder? Dude, Alter, mach da gar keine Scherze mit. Also das ist wirklich ein höchst brisantes Thema. Der Pader fängt wieder an, Alter. Der Pader fängt wieder an. Was hab ich denn? Ich hab da nicht dagegen gesagt. Nicht, Alter, ja, genau. Mann. So, dann bist du. Nein, das ist so ein heikles Thema, da möchte ich mich nicht zu äußern, ganz ehrlich. Wieso?
Nein, weil ich hätte... Nein, weil das jetzt halt gerade so... Du hast ja nicht Heike. Nein, nein, das Thema selbst Biber, ist wichtig. Biber, du bist schon mittendrin, Biber, dich zu äußern. Biber ist einfach ein scheiß Nazi, deswegen ist es Heike. Bescheuert, Alter. Was, Spaß? Der glaubt das so einer, ey. Ohne Witz, geht's doch die Leute. Nein, nein, das ist nur Spaß. Ich mache nur Spaß. Nein, ich möchte halt nichts dazu sagen, weil ich Angst hätte, was Falsches zu sagen. Und, weil ich bin halt mit meinen Worten auch nicht immer der Glücklichste. Ja, aber was kann man da Falsches sagen, Piper? Ich meine, das Einzige, was man falsch ausgelegt werden. Das geht ja in die rechtsradikalen Richtung, oder? Nein, es kann halt falsch ausgelegt werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, alle Menschen sind gleich, dann sagt einer... Aber Piper... Ist doch alles. Alle Menschen sind gleich. Was? Der Pater sieht doch gar nicht so Frauen aus wie der Arnold. Oh, lenkt der Pater wieder, gell? Ist so Spaß, ist so Spaß. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, das hat der Chef früher auch immer gesagt. In den 50ern. Oh, dringend was zu fressen. Eigentlich bei mir im Hintergrund? Ja. Also, ich hab's gerade einmal kurz gehört. Aber wenn ihr so ein bisschen hört, das ist Bauarbeiten gerade beim Hintergrund. Also mich hat das jetzt komplett aus dem Spiel rausgebracht. Ich möchte jetzt nicht danke, Pader, ey. Echt mal, also ich kann nicht... Ich weiß nicht, jetzt ich kann das jetzt... Gehört. Der hat bestimmt Blähung, Alter, weil er Burritos gefressen hat. Chipotle. Das ist der... Es gibt ja nichts anderes als scheiß Fisch hier auf dem scheiß Raft. Da kann man doch nur Blähung und Durchfall von kriegen. Hey, Pader, ich hab vorhin zwei Folgen Upload angeschaut. Und? Ja, ist witzig. Es waren so ein paar witzige Szenen dabei. Die letzte Szene ist, als wo er hochgeladen wurde. Das war auch nicht schlecht, Mann. Und dann einfach mal der Kopf explodiert. Der explodiert nicht. Ja, die andere fand ich auch geil, wo die eine... Achtung, ganz kleiner Spoiler, ja? Aber nichts Story-Relevantes. Oh, nicht Story-Relevant. Oh. Wo die eine auf dem Bett sitzt und so... VR 50 erste Dates anschaut und dann schwenkt die Kamera so weg und ihr Mitbewohnerin treibt es dann gerade mit irgendeinem Typen. Das sah total dumm aus. So geil. Ich finde die Serie mega. Ich aber glaub, hey, autonomes Fahren, gell? Autonomes Fahren. Genau das hi, ist es, Mann. Hi, ich kann nichts machen. Hi. Wo ist der? Geh weg, hi, direkt hier bei mir. Hi, geh weg. Wo bist du? Gute Angabe, ja. Ja, was soll ich denn sagen? Ja, toll. Direkt hier. 75 Grad Nord und, oder was willst du von mir? Aber, ja, ich hab mich gewissen, Alter. Nee, welche Serie ich ein bisschen enttäuschend fand, ich habe da jetzt so 3-4 Folgen von geguckt, diese mit Steve Carell, diese Space irgendwas. Ah, Space Force. Ah, da habe ich die erste Folge von gesehen. Da habe ich auch die erste Folge angeschaut. Fand ich jetzt aber gar nicht so schlecht, die erste Folge. Ja, die erste war gut, aber ich finde, dann lässt das echt ein bisschen schnell nach. Also ich habe jetzt, glaube ich, die dritte oder vierte Folge gesehen. Ja. Es lässt dann so ein bisschen nach. Also es sind viele Sachen sehr gut gemacht. Mhm. Aber ich finde, der Humor hält sich leider ein bisschen sehr stark in Grenzen. Ich finde das halt geil, dass John Malkovich damit spielt. Ja, das finde ich auch wiederum cool. Ich liebe den Schauspieler. Ja, ich hätte es mir gern witziger gehabt irgendwie. Was ich empfehlen kann, ist... Noch ein bisschen dümmer, weißt du, so ein bisschen so... Was ich auch nicht schlecht finde, ist Snowpiercer, die Serie, die jetzt auf Netflix rausgekommen ist. Hab ich auch noch nicht geguckt. Kennt ihr den Film? Ja, aber leider auch noch nicht gesehen. Okay. Deswegen dachte ich mir, wahrscheinlich ist es ein bisschen sinniger, erst den Film zu gucken. Wir sind beide unabhängig voneinander, aber das Setting ist halt das gleiche, ne? Also okay. Die Ausgangssituation sozusagen. Ich finde die Serie ganz cool, kann ich nur empfehlen. Ich habe so viele Serien auf meiner Watchlist, Alter, da würde ich die nächsten 10 Jahre gar nicht mit fertig werden. Kennt ihr der IT-Crowd? Nee. Ja. Das ist eine ältere Serie. Ja, ja. So gut, ey. Auf Netflix kann man die anschauen. Der Humor ist so. Was ich jetzt auch geguckt habe, ist so Orville. So dumm und geil, Mann. Orville habe ich damals im Fernsehen geguckt. Das, Orville finde ich auch gut. Hat mich nach einiger Zeit ein bisschen verlassen, muss ich sagen. Gibt's jetzt alle Staffeln auf Amazon Prime mittlerweile? Kostenlos? Alle? Oder alle? Ja, es sind ja zwei. Also alle. Alle zwei. Alle zwei. Ja, auf Amazon gibt's halt alle. Ich finde ja auch nicht schlecht. Ist halt mal so irgendwie was, ein witziges Star Trek. So ja, genau. Genau. So ein bisschen, er ist ja von Seth MacFarlane, also hier von Family Guy Macher und American Dad Macher. Ja. Und der spielt ja selber. Aber das mit. Ist, ich wollte gerade sagen, das ist der Family das ist Guy Macher. Genau. Der Typ, das ist der Captain ist der Family Guy Macher. Ach krass.
Den habe ich mir mal komplett anders vorgestellt, muss ich sagen. Hässlicher? Ich meine, den... Nee, älter irgendwie, ich weiß auch nicht. Weil der ist ja eigentlich noch ziemlich jung, der Typ, oder? Also Mitte 40, glaube ich. Ja. Müsste er sein. Ja. Der hat ja auch mal... Der Film ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen, weil der, glaube ich, nicht so geil... Hat gespielt irgendwas? Nee. Der hat den, glaube ich, Nee, hat er den nicht gesprochen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, nee, der hat auch den Film produziert, glaube ich. Oder sowas. Das war doch auch von dem Family Guy. Was, ein Film? Ted, oder was? Ja. Ja, der hat doch auch mal... Er hat den Bären halt gesprochen, glaube ich. Der hat doch den Film produziert, A Million Ways to Die in the West oder irgendwie sowas. Da war auch Liam Neeson mit bei. Ja, genau. Ja, stimmt. Und der ist irgendwie ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Ich weiß jetzt nicht, ob der nicht gut aufgenommen wurde oder so. Ich fand den, glaube ich, aber ganz lustig. Aber schon ewig. Ich fand den auch witzig. Wie sieht's gerade aus mit Essen, Trinken? Also Essen können wir auf jeden Fall ordentlich was holen noch. Weil bei mir ist halb voll. Hat er doch immer eine Angel. Ach jo, ich könnte auch gleich mal angeln. Das ist aber auch gleich. Batscha! Gesundheit. Das ist aber auch gleich kaputt, dankeschön. Ja, ich angel mal, bis noch kaputt ist und dann gucke ich mal, was man für diese Biokraftstoffraffinerie alles braucht. Und ich angel noch mal weiter. Was wir noch machen sollten, wäre noch den zweiten Motor nochmal bauen und dann umbauen mit Boden. Und wir können einzelne Böden können wir auch verstärken. Ja, da kannst du so eine Dingens drum basteln, aber dafür brauchen wir Metall, das haben wir überhaupt nicht gerade. Ja, absolut. Das bräuchten wir erstmal, um so einen gewissen Vorrat an Waffen vielleicht auch mal herzustellen, weil... Adet, hast du die Farbe aus dem All schon gesehen eigentlich? Nee, mit Nicolas Cage noch nicht. Ja, okay. Ich habe mir letztens mal wieder The Interview reingepfiffen. Ey, ich liebe diesen Film einfach nur, ne? Was hast du? The Interview habe ich mir reingefügt. Ja, der ist auch nicht schlecht. Interview? Hast du den nicht gesehen mit James Franco und Seth Rogen? Und dem auch. Das? Nee, den habe ich nicht gesehen. Dann wurdest du gehonigkopft, eindeutig. Den habe ich nicht angeschaut. Ich muss meinen Hammer bauen. Obwohl der teilweise ein bisschen primitiv ist. Ja, natürlich. Ist ja auch von natürlich, James aber Franco, das ist halt... Mann. Das ist halt so... gewollt, übertrieben, überspitzt und alles, das ist schon wieder geil eigentlich. Hast du Disaster Artist schon gesehen von ihm? Nee, leider noch nicht. Das war mit dem... Oh, hi, Mark. Das war ein Film, den musste ich nach 10 Minuten abbrechen, weil ich den so mit diesem fand. Tommy irgendwas. Ja, der hat den noch danach gespielt, ne? Ja, genau. Den PewDiePie auch gerne lange Zeit verarscht. Ja, aber dieser... The Room heißt der Film, The Room. Den haben sie danach gemacht. I did not hit her. I did not. Ich mache auch sehr, sehr selten Filme mittendrin aus und einer davon war Assassin's Creed zum Beispiel. Habe ich nie gesehen. Hast du auch nichts verpasst, weil ich habe den jetzt zweimal versucht anzugucken. Abstand von einem Jahr ungefähr und ich habe den beim zweiten Mal vielleicht 10 Minuten weiter geguckt und dann wieder ausgemacht. Weil ich weiß nicht. Der mit Dings ist, der ist doch hier Fassbender. Fassbender, genau. Mhm. Eigentlich mag ich den. Absolut, ja, aber ich weiß nicht, warum er so ein okay dafür gegeben hat. Schön. Der hat eigentlich ein besseres Händchen. Aber es war klar, Alter. Was willst du? Wurde geiler verkauft, man, als es ist. Ja, was willst du dann mit so einem riesen Universum in 90 Minuten oder 120 Minuten da reinpacken? Ja, das funktioniert einfach nicht. Das ist absoluter Quatsch. Hat jemand noch Kunststoff von euch? Oder haben wir noch irgendwo... Da, einiges haben wir da in einer Truhe. Einiges. Ja gut, wir müssen mal eine Insel ansteuern, oder? Mal so mit wegen Metalle und so. Auf jeden. Ansonsten können wir nur noch looten gerade. Ich kann gerade auch nichts machen, außer ein bisschen Böden bauen. Wir können ja oben mal das Ding anwerfen. Und dann mal dahin. Oh, warte mal. So, ich hab eine Biokraftstoffraffinerie gebaut. Nee. Wo soll ich denn die hinpacken? Ist das krass, egal, oder? Boah, Alter. Ist doch Hunger, Alter. Ja, ich schmeiß hier gerade ein bisschen was drauf. Ist das egal, oder soll ich die unten einfach hinpacken? Die Garte? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist, Soll ich hier eher hier unten hinpacken, oder eher oben? Ja, maximal erstmal unten hin. Dann kannst du immer noch wegbauen, oder? So, da ist sie. Warte, ich muss sterben. Rohkost, warte mal, da gibt's ich hab einen scheiß rohen Fisch gefressen. Den Haikopf, die Haiköpfe reinschmeißen, ja? Ja, genau. Haikopf platzieren. Ja, ist voll. Und das macht uns jetzt hier Gedönse, ne? Das können wir dann in die.
Aber wir brauchen, glaube ich, noch die Tanks oder irgendwas, oder? Damit und dann das, können wir das hier, was da rauskommt, können wir dann in den... Ach, da, ich hab's mir voll hoch. Was da rauskommt, ist scheiße, was? Ja, so ungefähr. Das können wir dann in den Motor reinwerfen, oder nicht? Beziehungsweise, du kannst da scheiße reinpacken, dann kommt da was Geiles raus. Ja, warte mal. Beehive, Rohr. Ich glaube, einen Biokraftstofftank brauchen wir noch, oder? Ja. Da wird er dann hingeleitet und von da aus das dann an die Motoren weiterleiten. Warte mal, da brauchen wir noch Bolzen. Biokraftstofftank, das hat er, ja, Rohr, Biokraftstoffraffinerie. Für Bolzen, nee, Raffinerie hast du gebaut, gell? Metallbarren haben wir nicht, oder? Ja. Warte, ein paar Bolzen habe ich. Wo ist der Pader wer? Brauchst du Rohre? Hast du Rohre? Nee, ich hab Metallschrott. Damit kannst du zwei Rohre bauen. Ja, Metallschrott kannst du hergeben. Ja. So, warte mal, dann baue ich jetzt nämlich erstmal die Biokraftstoffgeschichte, die Tanks. Kunststoff brauche ich noch, aber das geht mal. Wir müssen halt erstmal echt hier ein bisschen uns wieder zusammenreißen quasi. Oh ja. Oh, Arno muss ich zusammenreißen. Du musst dich zusammenreißen, Mann. Arno reißt dich mal zusammen. Ich reiß dir gleich den Arsch auf, Mann. Was? Anus? Was? Boah! Dance Battle! Alter, ist ja, es da ein Doppelfass da hinten? Über Altoi dann aber, ne? Geh da weg, Arnold. Los, kann ich dich nicht ins Wasser schubsen? Geh da weg. Mein Fass. So, warte mal. Ja, du kannst weiter werfen als ich. Aber kann ich das jetzt... Warte mal, wie kann ich das jetzt rohrtechnisch miteinander verbinden? Komm schon! Nein! Gute Frage. Aua! Boah, Anus! Hör auf! Nein! Beide muss doch schon. Du Planke. Du musst das. Boah, gute Frage. Ich kann das ja wieder abbauen, oder? Wenn ich irgendwas falsch platziere, oder geht das nicht? Ja, im Normalfall kannst du alles abbauen. Eigentlich. Warte mal, dann würde ich es nämlich mal so bauen. Nein, würdest du nicht. Dass hier der Kraftstofftank ist, sozusagen. Benötigt Biokraftstoff. Ja, aber wie kriegen wir den jetzt da rein? Warte mal. Ich habe 10 Trillionen Planken dabei. Ich Rohr. So. Ah! Doch nicht. Ja, aber. Das muss. Keine Ahnung, mit dem Rohr verbinden. Hast du das Ding jetzt. Hast du es leer gemacht vorher? Warte mal, Rohr kann ich hier bauen, aber. Oh, da kommt das Rohr an den Motor. So. Hier, guck mal, hier. Guck mal, siehst du das? Da ist doch hier auch so ein Eingang wie da hinten beim Tank. Ja, ja, aber wie kommt sozusagen das vom Huch? Das vom Tank, also von der Raffinerie in den Tank, das raff ich noch nicht. Du musst das, glaube ich, entweder manuell da reinpacken oder da gibt es dann auch so ein Rohrsystem für. Aber frag mich nicht. Warte mal, dann entferne ich den Tank nochmal und stell den mal bei einem von den Motoren hin, oder was? Wir haben nur den einen. Vater, die Bild-Zeitung hat letztens geschrieben, du würdest auf YouTube zurückkehren und einen Mukbang machen. Ist da was dran? Was ist das? Das ist schon ekelhaft, Mann, ekelhaft. Das ist einfach nur Wildfressen vor der Kamera im asiatischen Style. Ey, rechts von uns ist eine Insel. Nein, das ist so ein Social Eating, nur halt im, nicht ganz so schönen Stil, weil Völlerei und essen die aber auch nicht eklige Sachen, Mann? Ja, die essen zum Teil auch lebende Tintenfische und brutzeln die auch bei lebendigem Leibe und so ein Scheiß. Nice. Ich dachte mir, das könnte was für dich sein. Ja, aber wie kann ich das, hä? Er denkt komplett ab. Danke platzieren. Vielleicht muss das Ding hier direkt gegenüber wegen dem Rohr. Keine Ahnung. Aber ich kann ja nichts drauf platzieren, weil hier das Ding im Boden ist, oder? Dann stell es halt eins weiter. Oder soll ich das Teil im Boden mal wegmachen? Mach's mal weg, ja. Warte mal. Muss gleich wieder was fressen, Alter. Das gibt's doch nicht, ey. Wie er dahin zeigt. Richtiger Zeiger, Alter. So, also die sind jetzt miteinander verbunden tatsächlich. Ja. Aber jetzt muss man ja irgendwie noch den Scheiß. Warte mal, dann schmeiße ich hier drüben jetzt mal wieder Köpfe rein und dann warten wir einfach mal ab, ob irgendwas passiert. Ach, da muss Honig noch mit rein, oder was? Guck mal, hier oben steht benötigt Honig. Warte mal, ich mach mal Honig nochmal mit rein.
Ja, oh, Honey. Ja, mach mal. Geh weg. Sorry, falls es in den Kommentaren stand, ja, wir haben es vielleicht nur wieder vergessen. Arnold, you had one job, Alter. Ich schau grad mal, ob ich das da irgendwo stehen habe. Also ich hab Honig, aber ich kann den nicht da reinschmeißen. Ah, warte mal, das ist ein Honigkamm. Die muss man bestimmt... Can be used to create honey jars. Wir müssen die bestimmt erst, wir können übrigens auch so einen Bienenhive machen, ne? Ich glaube, wir müssen die Honigwaben erst ummünzen in Honig. Ah, da brauchen wir Glas. Glas haben wir doch übelst viel, oder? Geh mal kurz. Was, Uschi? Steht leider nichts. Links aufgeschrieben dazu.